Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Metin2.de Germania. Ja, gerade Dolche abgegeben, wo 6% geklappt haben, somit hatte die Person 20% und jetzt mal gucken, ob die Rüstung klappt. Mit Ritterlich, jo, die Rüstung hat geklappt, mega nice, mega nice. Und ja, da ist schon mal die Rüstung vom Kollegen fertig, der Rest kommt dann im Laufe des Videos, mal gucken, ob die dann klappen werden. Jetzt hier ein bisschen den Zodiac-Bogen drehen. Ich meine, die Switche, die kriegt man ja immer so mit dem Leveln und auch durch Hydra und so und mir kommen. Ich brauche einen Bogen. Mein Ninja, dem fehlt noch ein gutes Band, weil das aktuelle Band ist echt Schmutz. Und ja, ein guter Bogen, den muss man ja auch erstmal ranbekommen. Und wenn ich nicht ein fertiges Band kaufen will und auch keinen fertigen Bogen, mache ich ihn halt eben selbst. Und ja, deswegen drehen wir mal das Ding, mal gucken. Und ja, das war ja bisher ziemlich erfolgslos, aber wir haben weitere Switcher. Vielleicht kommt da ja wirklich noch was zusammen. Und ja, ansonsten, was gibt es sonst noch zu erzählen? Das Hoverboard ist ja jetzt draußen ein paar Tage lang. Und der Mentalo scheint anscheinend seinen Wert verloren zu haben, weil er, ja, die einzige Sache, die er eben gut konnte, war einfach nicht umzufallen. Das Hoverboard hat im Prinzip die Sache, sag ich mal, allen Klassen ermöglicht, aber halt, stopp. Mir ist jetzt so angekommen, ich habe eine Nachricht bekommen, dass das Hoverboard, so wie es aktuell ist, und da hat der Helm beim ersten Versuch geklappt, mega nice, so wie das Hoverboard aktuell ist, ist es quasi verbuggt. Heißt, so wie es funktioniert, sollte es nicht funktionieren. Es wird an einer Lösung gearbeitet, heißt wahrscheinlich, sobald... Man sollte normalerweise eben umfallen vom Hoverboard. So wie es aktuell ist, ist es eben nicht der Fall. Und ja, deshalb, so wie es aktuell funktioniert, jetzt alle, die jetzt schon auf Körperkrieger umskillen vom Metallo, macht das noch nicht. Denn es kommt, wie gesagt, ein Fix, ein Update zu dem Ding. Ist leider passiert, kann man nichts machen. Wäre natürlich ziemlich OP, wenn es weiterhin so bleiben würde. Aber wie gesagt, es wird ein Fix kommen, welcher eben das Hoverboard beheben wird. Und das Feature, dass man nicht umfällt vom Hoverboard, das wird eben bald gefixt oder soll gefixt werden, sodass eben der Mentale immer noch seine Daseinsberechtigung hat. So, die Rüstung, die hat jetzt eigentlich geklappt und die muss natürlich auch noch boniert werden. So ist es nicht und ja, ein paar Hinzufüge habe ich auf jeden Fall. Und ja, hat jetzt war nicht so wirklich geklappt, aber ich meine, es werden weitere kommen. Ja, und jetzt hier die Waffe. Ich habe hier 4 Versuche, mal gucken. Das war es auch schon mit den Versuchen. Mal gucken, ob gleich vielleicht der letzte klappt. Dann hätte die Person ein komplettes Dreier-Set zusammen. Und mal gucken, letzter Versuch. Und die Waffe hat geklappt. Mega nice. Ja, hier noch mal ein kurzes offizielles Statement, und zwar haben mir viele Influencer gezeigt, dass das Hoverboard quasi Umsturzattacken vermieden hat. Das war natürlich nicht so geplant, deswegen hier nochmal ein Statement, ein offizielles. Genau, das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Und ansonsten, ich habe Hoverboard Codes bekommen, ich werde die auch jetzt verlosen. Wenn ihr mitmachen wollt, schreibt Hashtag Snowy, dann eure Meinung zum Update und ein Like, ein Abo wäre schön. Ansonsten viel Erfolg an alle und das war's auch schon mit dem Video. Man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Euer Snowy. Ciao.